Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Manu, verdammt schmerzhafte Niederlage gestern gegen Düsseldorf, oder? Ja, richtig bitter. Und ja, das Spiel an sich, wenn man das so sieht, erste Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan, war ja ein zähes Spiel. Hatten zwar viel Ballbesitz, aber nicht effektiv, kam wenig dabei rum. Gehen dann in Rückstand. In der Halbzeit haben wir dann einige Sachen angesprochen und ich denke, die zweite Halbzeit war richtig gut. Wir haben alles versucht, wir haben Chancen gehabt. Ich verstehe das jetzt auch nicht so richtig, dass wir da als Verlierer vom Platz gehen. Jetzt gilt es einfach, die Köpfe freikriegen und dann brauchen wir wieder jeden Fan. Wir brauchen die Unterstützung für nächste Woche. Ich glaube, die Bedeutung von dem Spiel ist eben bewusst und ja, es zieht sich bis zum Schluss, aber wir werden da durchhalten. Ich glaube, wir haben uns gestern viel, viel mehr vorgenommen. Von den Punkten her auf jeden Fall. Ich denke, dass wir den Punkt auf jeden Fall verdient gehabt hätten. Klar, wir sind natürlich geschockt gewesen durch den frühen Rückstand, der eigentlich so ein bisschen aus dem Nichts kam. Da war eine gewisse Verunsicherung zu spüren bis zur Pause. Aber ich glaube, wir haben uns dann hier in der Kabine gestern zusammengesetzt, haben gesagt, wir wollen nochmal rausgehen, nochmal fighten, auch für die Fans und alles drum und dran. Und ja, es ist uns gut gelungen. Ich glaube, wir sind durch das Tor dann gut zurückgekommen, hatten eigentlich das Spiel dann ein bisschen zu unseren Gunsten gedreht. Und ja, dann kriegst du halt ja so ein Gurkentor am Ende, den Weitschuss flach ins Eck. War ein Schlag in die Fresse, auf Deutsch gesagt, wie du schon gesagt hast. Sehr, sehr bitter, aber ich glaube, wir haben es immer noch in der eigenen Hand jetzt, in ein paar Tagen gegen Aue beim Derby, da das Ding klar zu machen. Ich glaube, nach der zweiten Halbzeit wäre ein Sieg für uns absolut verdient gewesen gestern. Und dann kriegst du so ein Gegentor in der vorletzten Minute noch, wo wir auf der einen Seite, wo Wolf meinen Schuss, glaube ich, Weltklasse pariert. Das war schon extrem bitter mal wieder. Das Stadion war auf jeden Fall da, die Fans haben euch nach vorne gepusht, ihr habt in der zweiten Halbzeit das System ein bisschen umgestellt. Am Ende des Spiels, war das vielleicht ein Tick zu viel Risiko von euch? Ich glaube nicht, ich glaube, es hat uns eher auf die richtige Spur gebracht. Wie der Trainer auch in der Pause gesagt hat, also es ist kein schlechtes Spiel von Ajax gewesen, aber er wollte halt die Taktik ein bisschen verändern, auch mit Musa seinem Tempo, gerade mit dem Paco zusammen vorne, das dann glaube ich auch ganz gut funktioniert hat. Aber ja, ich glaube am Ende hätten wir uns halt auch vielleicht sagen müssen, dass ein Punkt einiges wert sein kann. Vielleicht das Spiel nicht mehr so schnell machen, nicht mehr so überhastet nach vorne spielen. Aber ja, jetzt stehen wir hier, das kann man jetzt nicht mehr ändern, was gestern passiert ist. Und jetzt müssen wir nach vorne schauen. Paco, ihr habt in der zweiten Halbzeit umgestellt. Moussa Kone kam vorne mit rein zu dir. Wie verstehst du dich mit ihm? Und du hast ab und zu versucht, auf ihn abzulegen, dass er dann vorne den Ball reinhaut. Wie klappt das mit ihm zusammen? Ja, ich glaube, sehr gut klappt es mit uns beiden. Ich glaube, Musa hatte jetzt auch harte Wochen, indem er in dem Einstürmersystem gespielt hat vorne und nicht mehr so zu seinen Möglichkeiten kam. Und es hat gut gepasst. Der Trainer hat Mut von uns gefordert, den haben wir umgesetzt in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, was extrem gut war, dass wir diese Woche auch verstärkt mal Konter trainiert haben und dann dieses 1-1 so belohnt wird mit so einem klasse Konter. Das tut schon gut, wenn man es umsetzt und wir hatten ein paar sehr gefährliche Aktionen, die wir leider nicht vollenden konnten oder wo einfach Wolf auch klasse gehalten hat. Und ja, das klappt gut. Was nehmt ihr mit für die letzten beiden Endspiele? Ist es der souveräne Auftritt in der zweiten Halbzeit, dass ihr wisst, dass ihr auch gegen den Tabellenführer, gegen den Bundesliga-Aufsteiger ein super Spiel machen könnt? Ja, allgemein einfach, was wir können, das wissen wir. Ich glaube, das haben unsere Fans auch gesehen. Zwei Spiele, kühlen Kopf, wir waren unsere Nerven im Griff haben, so gut es geht und dann wollen wir in Aue den Sack zumachen. Danke und viel Glück. Danke.